Ja, das Lernen der Zukunft. Heute ist es ja noch so, rein in den Klassenraum und schon muss man das Handy abgeben. Tja, in der Zukunft wird es wahrscheinlich anders aussehen. Künstliche Intelligenz wird die Klassenzimmer übernehmen und Maschinen werden in den Schulalltag integriert. Vieles läuft über das Internet, zum Beispiel die Hausaufgaben. Dafür wird die Schulpflicht und das Sitzenbleiben abgeschafft. Hammer! Ihr habt euch dieses Thema bei WhatsApp gewünscht und bekommt jetzt alle wichtigen Facts zum Thema. Wie sieht der Schulalltag wohl in 50 und wie sieht er in 100 Jahren aus? Jetzt in Klicks um Science and Fiction. Herzlich willkommen. Kinder werden dann wohl schon sehr früh gefördert. Es gibt hauptsächlich private Kitas und Schulen. Die Träger sind nicht mehr die Städte und Kommunen, sondern Bildungsverlage oder Medienunternehmen. Die Eltern bekommen ein großes Mitspracherecht. Die Lehrerinnen und Lehrer haben dagegen kaum noch etwas zu sagen. Ihre Rolle wird sich wohl schon in naher Zukunft extrem wandeln, denn Forschungsteams weltweit stellen immer wieder fest, dass Lehrer und Lehrerinnen Schülern allein nicht helfen können. Stattdessen werden sie zu Coaches, also zu Lernhilfen, die individuell mit den Schülerinnen und Schülern die nächsten Lernziele besprechen und ein Zeitlimit dafür ansetzen. Anders als heute werden sie wohl nicht mehr verbeamtet, sondern bekommen Zeitverträge, obwohl das hat ja schon angefangen. Zudem haben sie die Pflicht, sich regelmäßig weiterzubilden. Das finde ich auch eine ziemlich gute Sache. Zusätzlich zum Lehrerkollegium wird es wohl Mentoren geben, also ehemalige Schülerinnen und Schüler und Bekannte oder Verwandte, die die Kinder beim Lernen unterstützen. Sitzen bleiben gibt es nicht mehr, genauso wenig wie die Noten von 1 bis 6. Auch die Schulgebäude ändern sich grundlegend, zumindest von innen. Es gibt keine einzelnen Klassenräume mehr, sondern große Lernlandschaften, die Schallwände in einzelnen Bereichen unterteilen. Mittendrin unzählige Computer, Laptops, Tablets und so weiter und so fort. Die Kinder lernen in altersgemischten Gruppen, vor allem aber auch in Arbeitsgruppen über das Internet. Im Netz trifft man sich mit anderen Schülerinnen und Schülern weltweit und bespricht beispielsweise mit Schülerinnen und Schülern aus Japan die Ansätze des buddhistischen Glaubens. Wie gesagt, die freie Wirtschaft wird sich auch in der Schullandschaft durchsetzen. Die Eltern sind es jetzt, die die Entscheidungen treffen, welche Schule bietet die Themen an, die für mein Kind besonders spannend sind. Die Eltern sind es auch, die Bildungspakete buchen und aufstocken. Manche Forschungsteams sind der Überzeugung, dass es in 50 Jahren eine Art Standardbildungsangebot geben wird, quasi wie eine Pflichtkrankenkasse. Falls die Eltern und Schüler mehr wollen, kann gegen Geld aufgestockt werden und beispielsweise eine Bildungsreise nach China gebucht werden. Ein Teil kann beispielsweise auch über Bildungsgutscheine oder Stipendien finanziert werden. Und weil die staatliche Hand raus ist, ist auch die Schulpflicht längst abgeschafft. Die Eltern und Schüler können selbst entscheiden, ob sie zur Schule gehen oder die neuesten Erkenntnisse aus der Neurobiologie lieber von zu Hause aus lernen. Bestimmt wird dafür so etwas wie eine Art Unterrichtspflicht geben, sodass die Lernziele zu einem bestimmten Zeitpunkt mal von staatlicher Seite abgefragt werden. Die Schulen haben bis spät abends geöffnet und sind so wie heute auch vor allem ein sozialer Treffpunkt. Zudem gibt es wohl von wissenschaftlicher Sicht aus die Möglichkeit, seine eigenen Denkfähigkeiten testen zu lassen. Bin ich eher der optische oder eher der akustische Typ? Daraufhin ausgerichtet können dann die Lerninhalte vermittelt werden und das wohl bis zu 10-mal schneller als heute. In weiteren 50 Jahren, also von jetzt an aus in 100 Jahren gesehen, wird der Schulalltag noch einmal ganz anders aussehen. Einige Bildungsforschungsexpertinnen gehen davon aus, dass dann künstliche Intelligenz das Lehren übernommen haben wird. Und ja, das kann ich mir persönlich sehr gut vorstellen, und zwar nicht nur im Bereich der Schule. Die Wissenschaftlerin Rose Luckin von der London's Global University geht allerdings davon aus, dass intelligente Computer die Lehrer an sich nicht zu 100% ersetzen, sie aber sehr gut unterstützen können. Kopfrechnen und so weiter gehört dann wohl sehr wahrscheinlich auch der Vergangenheit an, denn die Gesellschaft hat wohl spätestens in 100 Jahren Folgendes erkannt: Die Menschen sollten sich auf das konzentrieren, was sie wirklich können. Den Rest übernehmen Computer. Ich finde, das sind Hammerperspektiven. Wenn ihr als Erste erfahren wollt, wann das alles Realität wird, dann meldet euch hier bei WhatsApp an. Dann erfahrt ihr vor allen anderen von mir vom neuesten Video eben vorab garantiert. Ihr könnt dort direkt in der Redaktion von Klicks und mitmachen und mir Themen vorschlagen oder über Abstimmungen mitbestimmen. Einfach hier draufklicken und natürlich nicht das Abo mit der... Genau, mit der Glocke vergessen. Hier geht es weiter mit, dafür auch draufklicken, die 5 besten Lernmethoden unbedingt ansehen. Ansonsten würde ich mal sagen, bis dann. Bleibt dran.